Habt ihr ihn gerade gekillt? Geh, jetzt geh rein, wenn du. Habt ihr ihn gerade gekillt? Nein! Jetzt geh rein, wenn du. Wenn du richtig runterspringst, stirbst du mit 100, also selbst mit 100 Life. Nein. Der Mento ist nicht so schwer. Mento ist nicht so schwer. Nicht so schwer, genau. Mento fällt wie eine Feder. Und er kriegt noch Leben dazu, wenn er aufkommt. Er fällt wie eine 100 Kilo schwere Feder. genau. Ah, die Map kenne ich sogar. Relativ cool. Ach, und übrigens, Turm ist meins. Ach nee, war Spaß. Ich gehe einfach mal direkt in den Turm und guck mal, wie der so abgeht. Ist relativ cool zum Snipen oben und halt so ein bisschen zum Rumgucken, weil hier kommst du nicht so leicht hoch, außer über diese komischen Wege hier. Also diese komische Treppe. Ja, musst halt gucken, die Fackeln, die machen dir Schaden. Ja, also nicht in die Fackel reinlaufen. Boah, jetzt kommt Kushi hoch, ey. Ey! Aber ich laufe doch so gerne in die Fackeln, Mensch. Ah ja, guck mal, wie sie da rumschießen. Ja, ich mach wieder einen Abbau, ganz gern hochgehen. Nee, oh, geh weg. Der Eskalator ist oben. Oh, ja, okay. Nein, das ist Neo, ich hab Angst. Neo, nein. Kennex ist hart am Eskalieren. Das ist keine Bombe, sondern das ist eine Incendiary. Ach du Scheiße, ich bin weg. Damit der Weg hier schön wegbrennt und hier nicht hochkommt. Crank? Vielleicht. Okay, dann ist es auf jeden Fall der Trader da oben, der sich da verbunkert mit seinem Feuer, mit seinem Feuerfürze. Killer manipuliert uns, hört nicht auf ihn. Er manipuliert uns alle. Ich glaube, es ist Mento. Ich glaube, oh, hier ist gerade irgendwas in Luft geflogen. Hau weg. Ich verbrenne. Oh, das brennt den ganzen Turm runter. Also ich habe jetzt erstmal genug Damage gefressen. Schnell weg. Da brauchst du 7 Schuss für das Scheißteil. Brauch Munition für die Pistole. Maximale. Brauch eine richtige Waffe. Was ist das? Ich krieg keine richtige. Wo seid ihr? Wollt ihr den Kushi kommen, wir müssen zusammenschließen und den Burgmann da oben mal rausholen. Mit seinen Granaten. Ja, hier ist der Goldburg. Ja. Wollt ihr jetzt mal hochkommen oder wollt ihr das jetzt lassen? Ich bin jetzt schon im Turm, aber eigentlich will ich nur den Goldblock holen, aber okay. Hey, Kenex. Aber danke für die Sniper. Das heißt, was ich wollte. Bitteschön. Komm da oben. I can team. Aber du triffst mich nicht. Ah, das ist echt schwierig. Also irgendwie ist die Farmers nicht so optimal. Ich glaube, ich nehme lieber die Uzi. Ich glaube, es ist der Kushi, der zieht nämlich so. Oh! Guck mal da, guck mal da. Was? Also ehrlich, Kushi, das nächste Mal pass mir auf deine Umgebung. Das darf wohl nicht wahr sein. Mensch, Kushi, wie kannst du denn? Wo ist denn unser Schiff? Oh, the fuck? Ich war nicht mal Traitor. Ach so. Ich sehe nur blau, ich denke, what the fuck? Hey, ist Phoenix gestorben? Ich bin runtergegangen, hatte dadurch noch 61 Life und Vincent hat mich aus dem Fenster gesnipert. Ach, du warst das? Oh. Weil unten hat's gebrannt und hoch wollte ich nicht mehr. Ich habe nicht gewusst, von wo ich wo du bist, deswegen, ja. Ach, übrigens. Geht das Feuer nicht aus irgendwann? Ja, ab und zu, irgendwann, aber ich hatte die gerade neu runtergeworfen. Ja, ich bin da gerade reingelaufen, da hat er mit die runtergeworfen, die Sniper, und dann hat er wieder. Oh, ich werde angerufen. Ach, übrigens, dieses kleine Häuschen, was dort oben steht auf diesem Berg, das ist dieser Traitor-Tester. Und dafür brauchst du ja diesen komischen Goldblock. Jetzt springe drüber. So. Oh, hier sind Waffen rausgekommen aus der Kiste, Leute, Waffen! Oh Gott. Und schnell, da könnt ihr euch Waffen holen. Beim Traitor-Tester aufpassen. Ich höre viele Leute, die immer sagen, beim Traitor-Tester zweimal testen. Das ist eine Lüge, auch wenn du zweimal testet, funktioniert das nicht. Nein, es geht halt darum, dass der Traitor den manipulieren kann. Durch seine Tokens. Richtig. Ja, genau. Achso. Halt durch diese kleinen netten Zeigefinger, die es da gibt. Mentu? Ja? Ich weiß nicht, ob du Traitor bist oder irgendeiner. Kommt dir mal kurz mit in den Traitor-Tester. Ich suche mir erstmal eine richtige Waffe. Ich laufe hier mit einer HG rum. Achso. Der Trailer-Test ist noch gar nicht fertig, oder? Dieses Häusel. Da muss noch irgendwas rein, dieser goldene Block. Kann irgendeiner von euch mal den goldenen Block suchen? Ja, ich suche ihn. Ich suche. Liegt der nicht? Ich habe ihn vorhin gesehen im Turm, in der Runde davor. Liegt der immer woanders? Ja, der liegt immer woanders. Aber nicht großartig verstreut, also liegt er. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich muss jetzt bloß noch hinkommen, ohne zu sterben. Okay. Wo ist er dann? Na, ich gucke, ob es wirklich ist oder ob das. Bei irgendeiner Sprungpassage. Wahrscheinlich. Lassen wir das mal herkommen. Aber beschossen. Es gibt einen Weg, wie man instant gewinnt als Innocent oder Traitor. Wenn man komm hier hoch, willst du's? Es gibt einen Instant-Weg, wie man gewinnen kann. Als wie? Beides. Mit einem und demselben Trick. Aha. Wenn man alle
ich glaube, es waren 9 Dierblöcke findet und die schmelzt und dann den Dierblock nach oben bringt. Das der, der den Dierblock benutzt, gewinnt dann. Ist drin. Das musst du erstmal schaffen, meine Blöcke zu finden. Ich hatte doch schon einmal, das ist so geil. Okay. Und ich würde das wirklich gerne mal machen mit euch. Einfach mal alle suchen und dann einfach nur alles in die Luft jagen. Kann man jetzt rein und sich testen lassen? Ich sagen, da. Kuschi, du gehst rein. Ich geh rein. Nicht den Knopf drücken, nicht den Knopf drücken! Ja, es geht. Du müsst die Tür zu und jetzt hebeln. Tür zu. Nicht. Habt ihr ihn gerade gekillt? Geh, jetzt geh rein, wenn du. Habt ihr ihn gerade gekillt? Nein! Jetzt geh rein, wenn du. Ich geh da nicht rein, wenn ihr schon Leute killt. Okay, Witzes, bist du jetzt? Ich drück dich drauf. Ich wollte einfach Kuschi mich mal verstehen. Einfach bei dem Reibung stehen, jetzt geh rein. Ich vertraue dir irgendwie nicht. Ah, komm, ich. Alter, ganz ehrlich. Also, Männer, ich würde auf jeden Fall mal hier rausgehen, weil es hier gleich ziemlich heiß wird, nicht wahr? Mentu, nein. Scheiße. Ah, das war schön. Yes. Du Mentu, wie einfach Traitor war. Hat meine Flammengranate wenigstens irgendwas gebracht? Ich hoffe doch. Aber, Kusch, ich geh schon rein. Die Stickstoff drücken weg, war. Das war echt fies, muss ich mal sagen. Komm, einfach mal ausprobieren. Weil ich wusste nie, was der Knopf macht und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Da steht daneben! Ernsthaft, da steht was daneben? Ja! Wir lesen keinen Sklammvorteil. Mentu hat ganz schöne Vorteile, was steht denn da hier? Ach so, okay. Na, ich habe eben keine Vorteile, denn ich kann nicht im Shop einkaufen. Oh, nee. Okay, naja, was soll's. Oh, Mentu hat schon 11 Punkte. Killer, 1 Punkt, Mensch. Ich hab's. Woo. Ja, ich geh ganz schön ab. Wie kriege ich Punkte, wenn ich Leute kille? Du musst die richtigen Leute killen. Ja, wenn du als Traitor darfst du halt nicht deine Traitor-Kollegen umlegen, das wäre halt ein bisschen schlecht. Und was ist, wenn ich innocent Leute umbringe als innocent? Das ist auch schlecht. Ja, dann kriegst du halt Minuspunkte. Gibt es Minuspunkte oder einfach gar nichts? Minuspunkte. Aber nicht wenig Gott. Minuspunkte, sondern ziemlich viele Minuspunkte. Ja, dann gibt's halt noch das Karma und da kriegst du halt auch, umso mehr du ins Minus gehst, umso weniger Schaden machst du halt dann noch Leuten. Im Türmle hockt wieder jemand und schmeißt mit Granaten. Ich bin hinter dir. Bestimmt. Hey. Ich wollte gerade hochgehen, aber man fliegt mir einfach so ein Ei. Ich habe keine Snipe, das ist kacke. Ich aber. So, ich suche jetzt die ganzen Diablöcke. Okay, bitte? Was machst du da? Ich warte, dass du rauskommst. Da kann nur einer. Da kann nur mehrere rein, aber ich hab Angst vor dir. Achso, ja, gut, ich geh weg. Ja, Mentu! Ich beobachte das Ganze hier von oben. Ja, ich suche gerade die. Die Diamantblöcke, um zu gewinnen. Na klar, ich bin ein Mentu. Sand, aber naja. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du mich kurz davor umbringen und selber. Den Dia-Block nehmen und nach oben bringen. Mentu, ich glaube dir nicht. Bang, bang! Ich will einfach nur sehen, was passiert. Oh Gott, das ist einfach Philipp schön. Wohl oben auf dem Turm. Ey, da ist der Goldblock. Wenn die Zeit abläuft, was ist da? Haben die Innocence gewonnen. Genau. Warten wir auf unseren Sieg. Aber je öfters ein Traitor, also je mehr ein Traitor killt, desto länger haben die Zeit. Für jeden Kill haben die eine Minute länger. Und ich habe gerade jemanden sterben sehen! That can't be, Mentu! Wo bist du, Mentu? Wo sterben hier die Leute? Was ist da passiert? Ich glaube, ich bin der letzte Überlebende. Oh ja, ich bin der letzte Überlebende. Scheiße. Nee, doch, bestimmt. Ich muss dich leider enttäuschen, ich muss dich beide noch weghauen. Weil nein! Kuschi war mein Twitter oder so. Mentu! Ich hatte eine andere Ding in der Hand, scheiße. Ich bin runtergefallen und zwei Schaden bekommen. Mentu, ich hatte mein Ding in der Hand, scheiße. Kennex, nein, Kennex, nein, nein, Kennex, nein. Traitor zusammenhalten und so. Oh mein Gott, ich fall! Er hat überlebt. Killer, ich hasse dich. Guck mal. Flug. Aber Mentu, ich musste dich erlösen. Du hast ja gemeint, kurz vorm Ende, du warst der letzte Innocent und da musste ich testen, ob du wirklich der Innocent bist. Ich weiß es ja nicht genau. Also schon, aber. Ja. Du weißt es nie genau, ne? Man weiß es nie. So. Ja, aber selber Traitor sein. Du brauchst spawnt erstmal runterfallen. War doch eine sehr geniale Runde, muss ich ehrlich sagen. Runterfallen. Das war schön. Naja, nein, ich bin runtergefallen und gestorben. Ja, du hast ein bisschen kaputt. Aber
Okay, bis darauf war es schön. Aber es wäre sicherlich schwer gewesen, dich zu killen, deswegen war es. Ja, ich hatte schon übrigens einen Schuss daneben gesetzt, also kam es mir sehr gelegen, dass du von selber gestorben bist. Weil. Ach, du warst der andere Traitor. Ja. Ich fall wieder runter. Okay, und? Ich lebe. Alles gut. Guck mal da, Monsieur Kennex. Wie benutzt man eigentlich die Ziegelsteine? Kennex, stehen wir diesmal beide oben oder bombst du mich schon tot? Der Goldblock liegt übrigens auf dieser Kiste da. Kann mir irgendjemand sagen, wie man die Ziegelsteine benutzt? Oh, ich glaube, es ist Kushi. Einfach so, sehe ich, wie du gehst. Du gehst sehr verdächtig. Leg mich hin. Und Neo ist auch ziemlich verdächtig. Neo und Kushi, guck mal, wie sie sich angucken. Überhaupt? Das sind zwei Teile, die sich absprechen. Oh Gott, ich bin tot! Was ist da passiert? Ich habe irgendwas in den Kopf bekommen. Eine Kugel. Oh Gott. Etwas Metallisches, ich weiß nicht genau. Ich habe übrigens den Goldblock gefunden, der war unten an der Küste. Okay. Ich habe noch eine Frage. Menschen? Ja, ich bin im Nether. Soll ich einen Reit schaffen gehen? Nein! Nein! Was war? Mendo? Ich bin Tode gebrannt, ich bin in die Lava gefallen. Neo. Ach, Mendo. Ich brenne, warum brenne ich? Ich fühle mich wie ein Stuntman. Scheiße. Hey! Ich war mir irgendwie voll sicher, dass Kennex der Gute ist. Kennex, ich weiß das nicht. Stand ist das so wunderschön da und dann so, ach ja, hau mal weg. Ich wollte dich eigentlich erst noch am Leben lassen, aber. Aber dann doch nicht. Aber komm dann doch nicht. Ich hab erst überlegt, hältst dich nicht gegen die anderen auf und lass dich die weghauen, aber es war mir dann doch zu gefährlich, dass du da hinterkommst und naja, was soll's. Na, das ist natürlich. Es war ein guter Plan, mich zu töten. Ja, es war ein guter Plan. Man muss immer den Stärksten zuerst, ist ja klar. Vor allem, da guck ich so, Vincent, und ich so, ich muss erstmal den Golfblock weglegen. So. Oh, nein, ich bin direkt abgefackelt. Ach, du wirst wieder reingespawnt. Ja. Das ist ja eine ganz große. Echt, werde ich reingespawnt? Wenn du in der Preparing stirbst, wirst du wieder reingespawnt. Auch wenn du Schaden bekommst, wird dein Leben wieder aufgefüllt. Ja. Ultra lässig. Ich bin einfach in der Lava oder an der Lava gespawnt, bin rückwärts gelaufen und dann hatte ich den Lava. Ja, ich auch. Wie funktioniert das jetzt mit dem Clay? Ich verstehe es nicht. Du gibst es in den Ofen und dann hast du es gebacken und danach? Was? Keine Ahnung. Big man, we have almost run out of brick blocks. Ja, gut, hier, ne, Big man. Ich bin jetzt hier unten mit... Ah, Mentu, machst du gerade irgendwas? Ja, schau dir das an, ich verstehe das nicht. Ja. Was? Ich verstehe das nicht, was wir da machen sollen. Mentu hat schon wieder eine Waffe gezogen. Ich hatte etwas Angst. Da sind gleich zwei Blöcke von dir. Wie von mir? Dir. Diamanten. Also, ach, vor dir. Oh, mir und dir. Warum ziehst du auf mich? Dir. Weil es kann. Die Blöcke ist durch das Portal. Ich bin gerade unzufrieden. Ich habe gar keine Waffe. Ach, das können wir schnell sagen. Wo sind meine Dia-Blöcke? Ah, jetzt ich. Ich hasse dich. Ich hab nichts gemacht, bin nicht durch. Leute, hier ist jemand gestorben. Ich weiß schon, wer es war. Mente, du kannst sagen, wer es nicht war, oder? Ja, es war nicht der Killer. Ja! Okay. Aber ich höre Schüsse. Ja, du sollst dich lieber verstecken. Diamant hat zerstört. Ich höre Schüsse. Was ist, wenn man das Innocent einfach eskaliert und alle umbringt, weil man cool ist? Dann kriegst du natürlich eine Menge Minuspunkte. Ja, deswegen war ich auch letztens so trigger-happy. Weil du Minuspunkte gesammelt hast. Ich höre hier andauernd Leute, die rumschlagen. Leute, ich werde langsam wahnsinnig. Oder du bist einfach blind. Eins von beiden. Das kann auch gut sein. Ja, ich bin nicht... Hier schlägt jemand rum. Ja. Das ist unter mir irgendwo, glaube ich. Weiß nicht genau. Ich glaube, es ist Neo. Was? Ja, Neo. Schlägst doch mit deiner Waffe um dich. Ja, genau. Weil du's. Schmeißt deine Waffe. Neo. Da, gewonnen. Oh! Und ich bin einfach nur. Oh nein, Kennex, Vorsicht! Fuck! Ich lasse dich jetzt mal am Leben, ich bring mich selbst um. Ich war ja schon in der Luft, als du es gesagt hast, Mensch. Aber das war saugeil, wirklich. Mentu kommt aus dem Portal, boom, weg war er mit dem Handy. Und Kushi, ja, Kennex zielt noch auf mich. Weg war er. Keiner hört mir zu. Weil ich hab dir. Gibt's ja. Weil das Geile war, ich drück's ab und du läufst einen Schritt nach hinten und schießt dir den Fuß und du stoppst trotzdem. Ich schieß dir den Fuß und du stirbst. Bam. Headshot voll in der Ja, ich bin gerade in der Lava gespawnt. Wirklich in der Lava. Nichts war da. Lava nur war da.
Aber Mento, du flunkerst doch gerade vor dich hin. Warum ist hier oben eigentlich ein Netherportal? Was ergibt das für einen Sinn? Weil der Traitor kann das umdrehen, sodass du, wenn du durch das Netherportal, was hier steht, durchläufst, dass du halt stirbst, weil du halt runterfällst direkt in die Lava. Du musst halt als Traitor dann nur aufpassen, wenn du mal durchläufst, dass du dich auch dort oben spawnst. Ah, okay. Ich weiß schon mal, wo der Goldblock ist. Vincent, sind wir freundlich zueinander? Vincent? Ich gehe. Okay. Ich hole mir jetzt den Goldblock. Ja, ich hab den Goldblock. Basti ist dort oben. Ich hole ihn. Ich komm mit. Wie sie hier rumrennen mit ihren Goldblöcken, Hilfe! Er ist im Tower. Wo ist der Goldblock? Ach, hier ist der Goldblock. Hier sind zwei Leute im Tower mit Goldblock. Ich verfolge sie. Ich nehme Verfolgen auf. Ich bin ab jetzt einfach Detective, auch wenn ich es nicht bin. Ja. Killer? Ich bin mein Killer. Ja, Luca. Mento? Willst du es? Mento, du bist doch schon wieder Traitor. Nein, das ist hier unten kein Traitor. Ich schwör's dir, ich hab einen Videobeweis. da hat jemand eine Granate geworfen und dieser jemand war neben mir. Nein, das hab ich geworfen. Einfach nach vorne, da wurde geschossen, ich hab's genau gesehen. Es ist der Killer! teste mich mal bitte. Ich hab gerade gesagt, wer es ist. Ja, aber es gibt noch einen zweiten Vincent. Ja, wo bist du? Es gibt noch zwei Vincents. Aber warum willst du dann selbst wissen, was du für einer bist? Moment, ich brenne. Okay, lass mich raus. Lang. Katz, gehst du jetzt rein? Ah, Killer, meine kleine Blume, wir machen das. Ja. Kuschi und Killerblume, wir sind sowas. Das ist grün, lass ihn raus. Ach so, hoppala. Ja. Guck mal, da sind sie ja, oh Gott. Sie haben sich ja getestet, sie wussten genau Bescheid, Kuschi. Du hast mich angeschossen? Na gut, das kann man natürlich auch machen. Ja, okay. Warum haben wir keine Granaten gehabt? Und wir hätten uns... Ach komm. Wir hätten uns erstmal aufbauen müssen. Ah, erstmal ein paar Panzer und was war das gerade für ein Game-Move von mir? Ich verreiß erstmal übelst die Maus und mach. Bumm. Ja, ich kenne Skyscraper auch nicht, ja, so. Ja, deswegen habe ich es ja genommen, weil ich es nicht kenne. Das hört sich cool an, das hört sich nach etwas an, wo man runterfallen kann. Der Ausweis ist nämlich ja zu groß irgendwie. Ja, das ist echt viel. Oh, Fallout ist natürlich auch cool. Was spielen wir jetzt? Ich glaube, die Map hat man schon, ich glaube, die ist scheiße. Ja, Fallout ist scheiße, genauso wie Strip Club. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. We'll be right back.